Ich begrüße alle, die hierher gekommen sind. Ich hoffe, dass ihr alle ganz gut durchgekommen sind. Ich begrüße auch normale Besucher, die unnormalen Besucher. Ihr wisst nicht, wisst ihr nicht damit meine? Zum 7. Honigmann-Treffen. Moin zusammen. Ich habe das nicht ganz mitgekriegt, nochmal. Moin. Moin. Geht doch. Moin. Ich hoffe, ihr seid auch, die alle hier bleiben, einigermaßen gut untergekommen. Der Wind gibt sich Mühe. Denkt bitte dran, dass das nicht der ursprüngliche Ort gewesen ist, wo wir uns treffen wollten, sondern derjenige hatte möglicherweise Angst um seine Kosten, wie auch immer, das weiß ich nicht. Am Dienstagmorgen um 10 vor 9, ich habe noch leise vor mich hingebabbert und gesuselt, kriege ich einen Anruf, er wollte von zurücktreten. Ich war zeitlich aus dem Bett und Dusche und Frühstück und dann im Internet nach 20 Minuten hatte ich diese Lokalität. Und wir kommen hervorragend auf. Und ich meine, es ist sehr gut gelaufen bisher. Mit hier. Ich bin seit Donnerstag hier und ich habe keinerlei Negatives gesehen, sondern wirklich nur positiv. Und er macht das möglich, was machbar ist. Finde ich ganz toll. Jawohl. Es sind auch einige angekommen von sehr weit hier, einige, die mitgenommen worden sind und und. Hast du schon eine Rückfahrgelegenheit für heute Abend? Alles klar. Damit begrüße ich unter anderem den Kruxi. Bitte? Der macht bei uns den Redakteuren. Er steht da hinten, er sitzt da hinten nach oben. Ich begrüße als besonderen Gast den Dennis. Viele Leute kennen seine Videos. Also, ganz und, kurz. Wo ist der Tix? Tix ist weg. War da. Den begrüße ich auch und besonders viele wissen, wer Tix ist. Ja. Aus ja. Berlin. Ja. Den Adler kennt ihr? Den kann man nicht nur kennen, den muss man auch hören. Der unser Senatssekretär ist auch da. Zwischendurch braucht jemand ein bisschen den Daumen, aber das macht nichts. Sie gehören einfach zu uns. Was ist passiert in den letzten Wochen? Einiges, behaupte ich mal. Viele Leute kommen da nicht hinter. Leider, die Schlafschafe. Übrigens, das ist der Tix, der da hinten kommt. Da ist der junge Mann da. Kannst du mal Kamera rumdrehen? Ja. Dann habe ich natürlich noch einen vergessen. Den bezeichne ich in Anführungsstrichen schon fast. Die Anführungsstriche. Als Freund, das ist der Tobias Sommer, der sitzt hier. Gut. Es passiert in unserem Nicht-Lande sehr, sehr viel im Hintergrund im Moment. Dass wir kein Land haben, in dem Sinne, wie man sich ein Land vorstellt. Wissen wir alle, die BRD ist kein Land, die BRD ist ein Konstrukt der Alliierten zur Aufrechterhaltung der Ordnung, nicht mehr und auch nicht weniger. Wir haben Probleme mit der BRID. Dieses I setzen wir absichtlich rein, weil es in Deutschland ist, dieses Konstrukt. Und es wird im Hintergrund sehr viel gearbeitet, um die Leute über den Paragraphen 146 eventuell auf die Straße zu bekommen. Man hat dann eine Begründung, die Notstandsgesetze von 67 wieder in Kraft setzen zu können. Beinhaltet unter anderem, dass die Herren bösen Polizisten, die gar nicht so böse sind, die aber reduziert werden derzeit von 230.000, 240.000 Mann in Deutschland auf 130.000, 140.000. Das ist schon ein Novum. Sie werden halbiert praktisch. Ja, ich glaube, dazu kann Dennis was sagen. Ja, kommen wir gleich dran. Sie werden halbiert. Es werden Privatorganisationen aufgebaut. Die Privatorganisationen sind nicht anhängig an den deutschen Staat oder an die BRID,
sondern sie werden privat gehandelt, sind teilweise GmbHs, teilweise AGs und was weiß ich. Wenn man dann noch weiß oder dann das verfolgt hat, was leider in die Öffentlichkeit nicht gekommen ist, dass sämtliche Angestellten des öffentlichen Dienstes, die gesamte Juristerei, die gesamte Polizei, seit dem 1.4.2010 in eine Stiftung eingegangen ist. Das ist ein Ding. 2010 wurde gehört. Das ist fast 3 Jahre schon her und kaum einer weiß es. Das sind also Dinger, die glaubt man nicht. Und jetzt werden Organisationen aus der Erde gestampft, die auch denn, ich sag mal, in den letzten Wochen gerade bei mir Schlagzeilen gemacht hat, bei anderen wahrscheinlich auch. Es wurde gesagt dann und geschrieben, warum fährt der Honigmann in den 1000 Kilometer, um eine Organisation anzugreifen oder zu zerstören? Das ist völliger Quatsch, völliger Blödsinn. Ich bin im süddeutschen Raum gewesen, ich bin in der Nähe von Nürnberg gewesen. Dort kam eine Einladung, sag mal, heute Abend ist da ein Treffen von der DPHW, Deutsches Polizei- und Hilfswerk. Ich soll das uns hingehen. Auch in der Hoffnung, dass da wirklich was Gutes rauskommen könnte fürs Volk, für die Bevölkerung, und hast nicht gesehen. Und das war gar schön. Nach 7 bis 10 Minuten, wurde ich eines anderen belehrt. Alleine durch die Referentin, die meines Erachtens an einem Faden hängt, ich bezeichne das ja mal als an einem Faden, egal jetzt mal wo. Da können wir die gesamte Palette nehmen, alles was da ist und das, was wir nicht kennen. Ich sage angefangen vom BND, über MAD, über Stasi, über Scientologen, über hast du nicht, über Kirchen, über besondere Parteien. Und mir war klar, bin, 10 Minuten, dass da was hintersteckt, dass da eine neue Truppe aufgebaut werden soll, dass Leute angeworben werden sollen, die dahin abnicken. Außerdem zentralisiert man so Menschen und man weiß, wo sie dann lang gehen, denn es muss sich jeder dort mit vollem Namen anmelden, sonst ist keine Möglichkeit des Beitritts. Es muss jeder auf diese Organisation einen Eid leisten. Hallo? Was? Hallo? Ein Eid leisten, das kennen wir doch schon, das hatten wir auch schon mal. Und es kann also nicht sein, wenn dann die Uniform, ja, sie ist nicht schwarz, das ist in Ordnung, aber sie ist nachtblau. Ja, mach mal ein schummriges Licht, wie sieht sie dann aus? Schwarz. Alles klar. Genau das ist es. Und wenn die dann vorgestellt wird und da steht einer da und stampft wie ein Sumo-Ringer hin, macht einen krummen Puckel, Arme auf dem Rücken und starrt nach vorne, um die vorzustellen, das kennen wir auch, ne? Ja. Das haben wir auch schon mal in ähnlicher Form gesehen. Kann es nicht sein. Da wird irgendwas lanciert und irgendwas aufgebaut und im Nachhinein festgestellt, 2011, auch schon wieder 2 Jahre her, hat die Berliner CDU gefordert, neue Polizeikräfte aufzubauen. Das habe ich dann auch, in der letzten Woche eingestellt, dass das also gar nicht neu ist, das Thema. 2011 verlangten die das schon. Letzte oder vorletzte Woche verlangte das im Berliner Senat ein CDUler. Wir müssen neue Polizeikräfte haben. Also Privatkräfte. Hat mit Staat nichts, aber auch gar nichts zu tun. Wie so vieles, richtig? Es läuft also was im Hintergrund. Und wenn diese Leute auf die Straße kommen oder gelockt werden, nach dem 146er, wie gesagt, von 67 können die Notstandsgesetze wieder in Kraft treten, die im Moment ja nur ruhen, aber sie sind ja da. Und dann hat die Gegenseite das Recht, aufs Volk einzuprügeln. Ja. So einfach geht das. Und dann gibt es welche an den Ohren. Und dass dann natürlich viele, viele Leute, Millionen sogar, mit diesem bundesdeutschen Staat, auf gut Deutsch gesprochen, die Schnauze voll haben bis oben hin, die auch auf der Straße gehen würden, die könnten dann zusammengeknüppelt werden. Und das kann es nicht sein, was wir wollen. Das kann es auch nicht sein. Richtig, wir wollen es ruhig und sachlich kippen können, wenn möglich das gesamte System, vielleicht haben wir da einen kleinen Beitrag zu oder können dazu leisten, dass das gesamte System weggekippt wird.
Diese neue Weltordnung, die überall in den Köpfen schwirrt, auch in meinem, völlig klar, ist meines Erachtens vom Tisch. Die ganz oberen Riegen, die wirklich ganz oben unterhalb der sogenannten Spitze sitzen, haben den Geldhahn zugedreht. Die darunter und die ganz unteren, angefangen von den Politikern oder die dahinter stehen noch, das sind Büttel. Sie meinen, sie können ihre kleine Sicherung und ihre kleine Machtstellung mit ins neue System übernehmen. Ich glaube, es dürfte irrig sein. Dennis. Ich bekomme Friedmann. Du bekommst Friedmann. Es geht nicht ganz, hatte ich in Thüringen schon gesagt, den möchte man mir bitte zur Verfügung stellen. Nein, ist meiner. Das ist meiner. Akzeptiere. Okay. Nimmst du dir der die X? Sie ist seit 2000 eigentlich schon auf. Die unteren Büttel versuchen auch da, weil noch Gelder da sind, ihre Pfründe zu sichern, ihre kleine Machtstellung zu sichern. Viele wissen um die Tatsächlichkeit in der Politik Bescheid. In vielen Fällen ist es sogar, dass die Frauen dahinter hängen. Und zwar die Frauen derer, die das Sagen haben. Nach dem Motto, Hermann, du weißt zwar, was da abläuft, aber du hältst dich da raus. Du hast ein Haus, du hast eine Frau, du hast zwei Kinder, du hast einen Hund. Schnauze, wir machen so weiter. Ist so. Also machen sie wissentlich weiter. Das ist auch in meinen Augen fast schon verbrecherisch. Für die Leute gesehen. Es ist vorbei, weil der Geldhahn zugedreht ist. Man wollte es fertigstellen bis zum Silvester-Neujahr-Umschwung 1999-2000. Damals kam, weiß jeder bestimmt noch von euch, die große Kugel in New York oben, die brennende Kugel, die brennende Erdkugel, die Stange runter. Ja, nachts um 12, Silvesternacht um 12. Sie läuft heute noch. War das Zeichen, eigentlich sollte es das Zeichen sein zur Erstellung und zur Darstellung der neuen Weltordnung. Nur. Wir sind langsam 13 Jahre hinterher und je weiter wir fortschreiten, desto weiter kommen wir davon ab, dass das überhaupt passiert. Das heißt, die Differenz zur tatsächlichen Umsetzung, die Zeitdifferenz, ist völlig im Bach untergegangen und das haben Sie begriffen. Warte mal, Dennis. Dieses Vakuum habe ich manchmal das Gefühl, in dieses Vakuum, das entsteht, weil die neue Weltordnung da jetzt nicht einfließen kann. Ja. Ich würde ganz gerne die Scientology reindrücken. Gefühlt, ich kann das natürlich nicht beweisen, ich möchte auch im Internet niemanden jetzt da beschuldigen oder falsche Behauptungen aufführen, aber so gewisse Organisationen, die mit Wissen, ja, mit Wissensmanufakturen, mit alles, was mit Wissen zu tun hat, die poppen auf einmal überall auf diesen Bereich Medizin oder du hast gerade das richtige Wort gesagt. Sie poppen auf. Genau. Alles klar? Ja. Jeder weiß, was ich damit sagen will. Und genau diese Leute, insbesondere die Scientologen, bitte Vorsicht, nicht von wegen, es ist eine Kirche, die sind ja nur und wollen ja nur glauben oder ist völlig falsch. Ja, so ungefähr, ja. Ja. Hatte ich in Thüringen ja gesagt, mein spezieller Freund. Sie arbeiten schon seit langem im Hintergrund. Und glaub mir, es ist sehr viel mehr Scientologen, als wir uns vorstellen können. Die auch nichts dazu sagen, aber im Hintergrund arbeiten. Und ich hatte eigentlich schon auch im Blog viele derer Namen genannt, die dazu gehören. Wie gesagt, Leute aus Kanada, die dann hier in Deutsch auftreten, bei gewissen Organisationen, wo die Leute zu 300, 400 Stück im Saal sitzen mit offenem Mund und hören dem zu. Die sind ja auch gut im Referieren. Das sind hervorragende Referenten, kein Problem. Die geben auch was raus. Die Frage ist nur, warum tun sie es? Weil es ihnen anheimgelegt worden ist. Das und das muss raus. Auch die Seite hat Gesetze. Und sie müssen Thematiken an die Menschheit bringen. Und wenn irgendeiner mal sagt, ja, das haben wir ja gar nicht gewusst, dann wird drauf gezeigt, wieso, das haben wir euch doch da und da erzählt. So, und es werden die Sachen rauskommen. Es kommt, in Berlin ist mein spezieller Freund,
komisch übrigens, solche Leute, wenn ich sie denn vorführe, in Anführungsstrichen, oder aufdecke, oder, schreiben sie eventuell noch ein Pamphlet von der Länge auf einen Block, den niemand kannte, der in der Zwischenzeit auch kaputt ist und wieder vom Netz genommen worden ist. Ja, ich will schon. Und ähnliche. Ja. Aber sie haben sich nie mit mir in Verbindung gesetzt. Nie. Nicht einer. Nach dem Motto, Annie oder Honigmann, können wir mal zusammen schnacken. Wir sind der und... Nein, auf die Idee kommen sie nicht. Wohl wissentlich warum. Dann schreiben andere, ja, du kannst doch nicht einfach die und die beschuldigen. Warum nicht? Warum? Ich weiß es, dass sie dort sind, bei irgendwelchen Organisationen. Woher ich das weiß, ist sekundär. Ist völlig Latte. Geht auch keinem was an. Habe ich im ersten Honigmann-Video Video gemacht und gesagt, Honigmann im Wald, damals noch mit Clusterwischen zusammen. Da habe ich gesagt, im Watt auch, Quellen gibt man nicht frei. Ja. Prinzipiell nicht. Wenn ich eine Quelle freigeben würde, ist auch verbrannt, ich höre nichts mehr, alle anderen ziehen sich zurück. Nada, gibt's gar nicht. Aber warum sich diese Herrschaften nie mit mir ins Benehmen gesetzt haben oder gesagt haben, wir wollen mal mehr von dir wissen, woher weißt du das? Kriegen sie nicht raus, okay. Oder argumentieren mit mir, nee, kommen sie nicht. Kommen sie nicht. Da gibt es auch noch andere Bereiche, die einfach nicht kommen. Und viele Sachen begreife ich dann nicht. Muss ich vielleicht auch nicht. Ich werde auch beschuldigt zwischendurch. Wieso ist dein Blog eigentlich noch existent? Bei dem, was du raushaust, müsste der nochmal dicht gemacht werden, du müsstest weggehaftet werden und hast du nicht gesehen. Naja, nach 130er habe ich einige am Laufen. Es sind Prozesse gewesen, ich habe das teilweise verfolgt, auch in Landshut oder in Hamburg oder in Osnabrück, da bin ich gar nicht hingegangen. Landshut hat man mich vorgewarnt. Da waren Freunde dann da, das waren, weiß nicht, 12, 15, 20 waren da. Und ich bin vorgewarnt worden auf der Fahrt, dahin geht er nicht rein, sie haben eine Schweinerei vor, denn in Landshut werden mittwochs keine normalen Prozesse geführt. Nur außergewöhnliche. Die haben was mit dir vor. Die sind alle rein, haben festgestellt, es waren auch keine anderen Besucher, im gesamten Gebäude wohl nicht. Und unten im Foyer liefen 10, 12, 14 Bullen rum. Fünf Bullen, Bullenwagen, diese kleinen Einsatzwagen, vor der Tür. Drei direkt, eine davor an der Straße, eine beim Ausgang, wo die Knackis rausgeführt werden. Der setzte sich da in der Büsche rückwärts rein. Und ich stand auf der gegenüberliegenden Seite. Ich habe mir das Schauspiel angeguckt. Und dann gab es noch Theater da mit drin, wegen angeblicher Filmerei. Und komm, und hast mich gesehen. Naja, egal. Aber außerdem war es der falsche Gerichtsort. Außerdem, nach 137, 140, Paragraph 140, muss die Kirche ihre eigenen Sachen selbst lösen, gemäß ihrer Bulle. Wieso werde ich da von der katholischen Kirche angeklagt? Und dann kriege ich natürlich Prozessunterlagen, beziehungsweise angebliche Urteile, die schicke ich denen zurück, ungeöffnet. Versuche sie dann noch ein bisschen aufzuklären, dass sie nach Paragraph, was weiß ich, GG 15 und Artikel 101 und wie sie alle da sind, mit solchen Litaneien dahinter schicke ich sie zurück. Es hat bis jetzt bei einem geklappt. Es hat auch in ähnlicher Form bei einer Krankenkasse geklappt. Man schießt auf mich von allen Seiten, die meisten kommen da gar nicht hinter. Ich habe im Prinzip immer 8 bis 10 Prozesse am Laufen. Ist schon was. Ich muss halt nicht immer alles breit machen. Da wird selbst von einem Staatsanwalt aus Oldenburg gesagt, ja, zu meinen